Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wenn wir die Frage stellen, welche Debatten von welchen Rednern in Form von Blabla geführt werden und die denn alle Blabla gemacht haben, müssten rausgehen, wäre der Saal leer. Ich schließe mich da ein. Von daher ist es nicht vielleicht auch einfach so, dass man so ein Niveau gar nicht anstreben sollte. Ich meine die Debatte. Wir kommen zu der interessanten Frage, wie sieht eigentlich die Perspektive des Öls aus und welche Einflüsse oder welche Wirkung hat das auf Bremen? Ich finde diese Anfrage gut und sie hat eine ganze Reihe von Informationen geliefert und sie hat aber auch ein paar Sachen geliefert, wo wir sagen müssen, das wissen wir noch nicht. Wir wissen, das Öl ist endlich. Wir wissen, es wird, wenn es dann wieder knapper wird, mit ziemlicher Sicherheit auch wieder teurer. Wir wissen aber auch eins, dass das Problem mit dem Öl ist nicht, dass es teuer ist oder knapp wird, das ist auch so, aber das Hauptproblem ist, dass wir es verbrennen. Das wissen wir hier in diesem Raum und deswegen ist es in der Tat vollständig unabhängig von der Frage, wie lange es offensichtlich noch reicht und ob es teurer wird und welche Einflüsse das auf die Wirtschaft hat und so weiter. Ich finde die erste Aufgabe, dass wir unabhängig von der Frage, wie lange das Öl reicht und wie teuer es ist, an einer Energiewende arbeiten und dass wir unser Leben, unsere Produktionsweise, unsere Mobilität ohne Erdöl und ich sage auch mal in der Perspektive ohne Erdgas auskommen, weil das ist nur ein anderes Problem, aber im Kern ist die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bei der Heizung und beim Verkehr und bei der Produktion eine, die man dringend überwinden muss. Wir lernen, dass sowohl der Personenverkehr als auch der Warenverkehr, also ich sag mal, auch die LKWs, auch die Häfen, hängen unmittelbar am Tropf des Erdöls. Andere Energieträger entfalten noch keine volle Wirkung. Ich sage mal, wir brauchen eine Energiewende und wir brauchen eine Verkehrswende. Wir brauchen selbstverständlich alternative Antriebe. Wir brauchen sparsame Antriebe. Ich bin der Meinung, dass wir an einer Frage noch nicht genug arbeiten, das ist an der Verkehrsvermeidung. Die Produktionsweise ist derzeit davon abhängig, dass Tausende und Abertausende von LKWs über die Autobahn fahren als rollende Lagerhallen für Produkte, die quer durch die ganze Republik gefahren werden müssen, um just in time da anzukommen, wo sie verarbeitet werden. Ich denke, insbesondere deswegen, weil die Antwort der Anfrage auch sagt, dass sich Industrie und Gewerbe eigentlich gar nicht so viel Gedanken macht über die Frage, ist vielleicht das Öl irgendwann zu Ende. Gerade vor dieser Hinsicht muss man, glaube ich, da werbend auftreten und man muss sich Gedanken machen, ob man nicht wieder zurückkommt zu Produktionsweisen, die nicht angewiesen sind auf Tausende von LKWs, die eben auch jede Menge Benzin verbrauchen oder Diesel in diesem Fall. Das heißt also, neben der Verkehrs- und der Energiewende, finde ich, brauchen wir eine Verkehrswende. Und ich möchte abschließen, es sind ja hier schon eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden. Ich glaube, es gibt eine Doppelstrategie oder man kann sich eine Doppelstrategie vorstellen. Erstens, für eine ganze Menge Probleme haben wir technische Lösungen. Also wir sind ja in der Lage, die Energiewende umzusetzen. Ich meine, wenn man sich anstrengt, wäre man in der Lage, in 10 bis 15 Jahren weitgehend von fossilen Energieträgern in der Energieerzeugung wegzukommen. Und wir werden irgendwann mal von unseren Kindern möglicherweise gefragt werden, wieso habt ihr das denn eigentlich nicht gemacht? Und Braunkohle, ja genau. Also das ist einfach, und ich weiß, dass einer führende Vertreter meiner Partei immer noch der Meinung ist, man müsste Braunkohle halten. Ich finde, er hat den Schuss nicht gehört. Aber das ist sozusagen. Ja, also, aber ich sag mal, diese Form von Konflikt, da sind wir nicht die Einzigen, die so innerhalb unserer Partei solche Konflikte aushalten müssen. Deswegen sage ich hier, wir brauchen also eine dringende und schnelle Umsetzung der Möglichkeiten, die wir haben. Und wir müssen auch noch mal gucken, ich habe mal im Vorfeld mal geguckt, gibt es eigentlich andere Ideen von Verkehr, außer ÖPNV und Fahrrad und PKWs? Ja, es gibt sie. Ja. Auch da gibt es neue Formen von
Hochbahnen, von Elektrobahnen, von intelligenten Verkehrssystemen, die ein Stück weiter denken, als was bisher ist. Also da müssten wir auch drüber nachdenken. Also das Vorhandene nutzen und wir müssen auch Neues erfinden. Und dann, glaube ich, passiert etwas, was auch in dieser Anfrage rausgekommen ist. Dann kann sozusagen die beginnende Erdölknappheit etwas werden, wo möglicherweise hier in Bremen an den Hochschulen und an den Betrieben hier in Bremen Innovationsmechanismen starten, wo wir Produkte entwickeln, die andere uns deswegen abkaufen, weil sie klasse sind und weil sie sich unabhängig machen vom Öl. Das ist, glaube ich, eine Chance, die nutzen wir noch zu wenig. Und deswegen finde ich erstens die Anfrage interessant und zweitens würde ich gerne darüber streiten, wie wir die Unabhängigkeit vom Erdöl beschleunigen. Und ich bin relativ sicher, wir werden es nicht alleine durch Marktmechanismen hinkriegen. Wir werden auch da staatliche Möglichkeiten eruieren müssen, von Investitionsprogrammen über steuerliche Anreize. Und da würde ich gerne mal im Detail drüber reden, wie wir das in den nächsten Jahren machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.